Welche soziale Medien benutzt du besonders gern? Also ich besonders, also benutze meistens, also WhatsApp, ich weiß nicht wirklich, ob das als soziales Medium oder als nur Kommunikationsmittel verwendet wird. Und YouTube, weil ich auf YouTube auch viel unterwegs bin. Vor allem WhatsApp und Facebook, aber sonst nicht wirklich irgendwelche. Vor allem WhatsApp, Facebook und Instagram. WhatsApp. Und du? WhatsApp. Am liebsten benutze ich WhatsApp. Und zu welchem Zweck, also wieso ist das für euch so wichtig? Kommunizieren mit Freunden. Ja, vor allem, weil es gratis ist, also man braucht nur Internet. Damit ich mit meinen Freunden immer in Verbindung stehe eigentlich. Ich schreibe mit vielen Freunden auf WhatsApp, wenn ich unterwegs bin und vor allem, weil ich auch Freunde im Ausland habe. Und es geht dann halt super mit, weil das über das Internet ist und Also es ist gut, sich so über, also YouTube ist ja wenig wie Fernsehen, nur dass man halt seinen Senf auch dazugeben kann und sagen, wenn einem etwas nicht gefällt und auch mit den Leuten dort diskutieren kann miteinander. Und deshalb gefällt es mir auch eigentlich mehr als die anderen Plattformen, wie zum Beispiel WhatsApp oder, nein, ich meine nicht WhatsApp, Facebook oder Twitter und so weiter, weil da eigentlich das nicht so koordiniert abläuft. weil man bei denen, glaube ich, am besten mit den Leuten in Kontakt bleiben kann und auch schreiben und kommunizieren. Welche Zielgruppe wird damit angesprochen? Am ehesten, glaube ich, junge Leute, die viel unterwegs sind oder die Freunde irgendwo anders haben, also im Ausland, damit sie in Kontakt bleiben können. YouTube ist eher für, es ist eigentlich für alle Altersgruppen, kann man sagen, also hauptsächlich für Junge, weil hauptsächlich Leute, also Junge angesprochen werden, welche dort unterhalten werden von irgendwelchen Möchtegern-Comedian, dann Erwachsene, weil sie oft sich so Tutorials anschauen und Sachen, die sie interessieren. Ja, eigentlich ist es für jede Altersgruppe. Ich glaube, früher waren es eher jüngere Menschen, aber jetzt ist es auch schon so, dass die Eltern, teilweise auch die Großeltern, schon Facebook und WhatsApp nutzen. Ich finde vor allem junge Menschen, weil ich glaube, junge Menschen würden das mehr verwenden als ältere, aber es heißt nicht gleich, dass ältere es nicht verwenden. Junge, beziehungsweise auch, also ich finde auch Lehrer und so weiter. Also zum Beispiel mein Vater jetzt als Beispiel. Ja, eben alle, aber ganz besonders die Jugend.